ja, wir geben dem Ehrenamt eine Bühne in der Öffentlichkeit, damit das Engagement sichtbar wird in der Breite der Stadtgesellschaft. Also das hat es in der Vergangenheit schon mal gegeben, allerdings nicht in dem Umfang. Und in diesem Jahr hat ja die Bertelsmann Stiftung 40-jähriges Jubiläum gefeiert und ist mit der Initiative zu uns gekommen, zu sagen, lasst uns das mal größer machen, lasst uns dem Ganzen wirklich einen tollen Rahmen geben mit einem tollen Programm drumherum. Und insofern ist es nicht ganz neu, aber heute natürlich in einem Rahmen, den wir so noch nie hatten. Als Stiftung sind wir ein Teil des zivilgesellschaftlichen Sektors und es gibt so viele tolle Organisationen hier in Gütersloh, über 600, und wir sind ein Teil dessen und wollen das auch zusammen feiern, dass Ehrenamt so eine besondere Bedeutung in unserer Gesellschaft hat. Also mit uns kann man mit Hilfe von VR-Brillen eine virtuelle Entspannungsreise machen und so ein bisschen seine eigene Welt aufbauen, eine Unterwasserwelt, ein paar Pflanzen wirklich sehen oder Bäume und Palmen aufbauen am Strand. Das soll ein bisschen der Entspannung dienen. Ja, wir sind hier vom Roten Kreuz und die Flüchtlinge in unseren Einrichtungen, die wir betreuen, haben heute was für uns gekocht und das wird hier angeboten. Sieht alles sehr, sehr lecker aus. Wir kommen vom Geflügelzucht- und Gartenbauverein Iselhorst e.V. und wir präsentieren hier einfach mal das, was uns ausmacht. Ein bisschen Geflügel und auch ein bisschen von den Gartenbauprodukten. Und ihr seid auf Mitgliedersuche natürlich. Immer auf Mitgliedersuche. Wenn jemand Interesse hat an Geflügelzucht oder an Gartenbau, immer melden. Ja, wir sind ja erstmal ein Mehrspartenverein, haben 16 verschiedene Abteilungen. Das Außergewöhnlichste ist natürlich unsere Segelabteilung, die wir vor 2 Jahren gegründet haben. Haben auch schon 22 Mitglieder. Wir bieten Fahrten an, mit und ohne Eignerschiffe. Wir chartern Boote dazu. Wir segeln im Eiselmeer. Wir segeln an der Amalfiküste oder auch mal auf Mallorca in Griechenland und natürlich an der Ostsee und an der Nordsee. Wir machen gerade eine kleine Dankesrunde mit Frau Mohn und Henning Schulz und gehen gerade mal bei allen Ständen rum und bedanken uns. Und zu dem Wetter, zu der Stimmung, dachten wir, passen Sonnenblumen ganz gut. Frau Windor, wie ist denn die Stimmung hier heute am Bürgertag? Ja, Sie sehen das ja, ganz viel Engagement hier am Platz und super Stimmung, super Wetter. Alle sprechen miteinander, viel Vernetzung und ich bin total begeistert von diesen kreativen Ständen und von den vielen, vielen Leuten, die wirklich hier was für unsere Stadt tun. Ja, der Bürgertag 2017. Wie ist denn Ihr Eindruck von diesem bunten Tag? Also ich finde es sehr interessant, dass so viele Leute hier sind, so viele Stände hier sind. Es ist gut besucht und das macht doch schon Mut für eventuell noch weitere Bürgertage hier in Gütersloh. Ja, die Stimmung bei dem Wetter ist natürlich hervorragend. Wie gesagt, es sind viele Leute da, die sich auch interessiert zeigen, dafür offen sind, sich eventuell auch selbst zu engagieren. Und das ist natürlich ganz positiv. Ich finde es einfach mal wunderbar, dass alle Vereine zusammenkommen, dass man überhaupt mal, doch mal die Vielfalt kennenlernt, was es hier in Gütersloh gibt. Das ist ja Wahnsinn. Das ist wirklich super. Ja, ich finde, das ist gelungen. Und zwar ist das ja sonst auch immer Tag der Vereine. Und dieses Mal ist das ja sehr konzentriert hier um den Dreiecksplatz herum. Finden wir ganz toll. Der Publikumsverkehr ist hier enorm.
Es ist echt total schön hier. Also es ist echt ein Fest wirklich für Jung und Alt. Und es macht total Spaß, so alle Projekte sich hier mal angucken zu können. Ich finde es auch sehr informativ. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Vereine hier in Gütersloh gibt. Also ein Tag, der auf jeden Fall nochmal wiederholt werden sollte. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja.